Fragen. Warum ruft man vom Turm? Warum macht man das? Ja, früher war das wichtig für die Bürger der Stadt. Wenn sie den Turm hörten, über Nacht zur vollen Stunde, da war das ein Bouquet. Wir können beruhigt sein, da passt schon auf, dass uns nichts passiert. Heute in unserer Zunft, in der europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft, machen das die ganzen Kollegen ähnlich in ihrem Ort. Und es sagt auch etwas aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Samstag vom Turm rufe um 10, da kommt dieser alte Vers, 10 Gebote lehren wohl, wie vor Gott man wandeln soll. Das ist also was, was jeder versteht. Oder der Herrgottschütze unserer Stadt, vor allem Unglück und vor böser Tat, bewahr er uns vor großem Leid, vor Krankheit, Krieg und teurer Zeit. Das ist ein aktueller Vers zu allen Zeiten. Doch heute merken wir wieder, dass es unruhig um uns herum ist. Also ich denke, das ist schon ein Stückchen aktuell. Und das hat auch ein Stückchen Chemnitz geprägt. Und nach der Wende, wo ich hier damit angefangen habe, ist das dann in Nachfolge in vielen Ortschaften, Städten des Erzgebirges auch wieder belebt worden. Das ist eigentlich eine Erfolgsstory. Und wir hatten, was vielleicht das Wichtigste auch ist, im Jahre 2003 mit riesengroßen Erfolg und dank der Unterstützung der Stadtverwaltung hier das europäische Nachtwächter- und Turmertreffen. Das war also ein Riesenerfolg. Und die Chemnitzer haben das also angenommen, einmalig. So etwas hat es weiterhin nicht wieder gegeben. So nehmt die Stunde wohl in Acht. Schaffet Gutes jeden Tag. Ich wohnte im dritten Etage in der Nevestraße und hatte von dort aus schon als Kind eine Ausschau, einen Überblick über halb Chemnitz und habe da schon als Kind die Türme gezählt, die aus dem Häusermeer herausragten. Und ich kannte schon als Kind jede Kirche mit ihrem Namen. Ich war begeistert für Uhren und für Glocken, das hat mich immer fasziniert. Wir waren in einer anderen Zeit groß geworden, wo man nichts hatte, keine Vergnügungen, wie das heute Kinder erleben können. Ich wurde an die Hand genommen oder fuhr mit meiner Mutter quer durch die Stadt mit der schönen alten Straßenbahn. Und meine Mutter hat mir alles erklärt, wo was früher stand, wo was war, wie die Kirche hieß. Also, na und dann kam das jugendliche Alter. Mit einer eigenen Wohnung sah es schlecht aus. Und so hat sich das ergeben, dass ich durch einen glücklichen Umstand 1970 in den Schlosskirchturm eingezogen bin. Ich war dort im Kirchenchor, der Schlosskirche, und es ergab sich eine Situation, wo ich also dort oben einziehen konnte. Die Wohnung wurde leergeräumt und man war froh, dass man wieder jemanden fand, der die Uhr betreut, täglich, auch das Geläut hier und da, wenn die Motoren ausgefallen waren. Mir hat das gefallen. Und da habe ich mich praktisch eingelebt in dieses Turmerleben. Ich hatte den herrlichen Überblick von dort aus über die gesamte Stadt und habe natürlich dann auch die alten Traditionen versucht wiederzubeleben. Das heißt, erstens mal im Turmbereich der Schlosskirche habe ich dann Bilder an die Wände gehangen vom alten Chemnitz und dann auch hier und da erfahren, wo es noch Türme gibt. Da hatte man dann auch zu DDR-Zeiten mal in einer Zeitung einen Bericht gelesen, wo es hier und da noch Türmerinnen und Türmer gab, die richtig auf dem Turm lebten. Naja, uns hatten sie damals vergessen. Und da habe ich dann an die Zeitung geschrieben, naja, es gibt auch hier in Chemnitz, der zurzeit Karl-Marx-Stadt, auch einen, der richtig im Turm lebt. Und da wurde das aufgenommen. Ja, und dann gab es eine Situation kurz vor der Wende eigentlich, dass ich einen Brief bekam aus den alten Bundesländern, wo es eine Turm- und Nachtwächterzunft gab. Und die haben mich angeschrieben und haben mich in die Zunft aufgenommen. Und da ging das eigentlich so richtig los. Natürlich durfte man zu DDR-Zeiten nicht im historischen Gewand erscheinen und vom Turm rufen. Das hat sich mit der Wiedervereinigung Deutschlands ergeben. Und vor allen Dingen, ich habe mich damals mit eingesetzt für die Rückbenennung der Stadt. Und mit der Rückbenennung am 1. Juni 1990 begann ich hier praktisch auf dem Hohen Turm hinter dem Rathaus und bei der Jakobikirche die alte Turmertradition neu zu beleben. Und das ging los mit den traditionellen Turmrufen, dass man also zu entsprechenden Zeiten mit dem großen Ruftrichter vom Turm ruft. Und das läuft nun schon fast 25 Jahre. Anfangs war es schwierig, jetzt kann man sagen, hat sich das so ins Bild der Stadt eingeprägt und manche meinen, es ist schön, dass man das hier und da immer wieder hört. Denn die Zeit kommt schnell heran, da man nichts mehr schaffen kann. Ja, Nachfolger, das in Nachfolger zu haben, das ist schwer. Bei mir ist der Ursprung darin, dass ich knappe 38 Jahre richtig als Turmer gelebt habe in einem Turm. Da ist das vom Urgrund her natürlich eine Sache. Es wird sicherlich in historischer Kleidung Leute geben, die durchs Rathaus auf den Turm führen. Aber
Wenn man nicht irgendwie doch mal richtig verdummer war, ist das dann mehr oder weniger Effekte äußerlich. Aber ich denke, so wird es vielleicht nicht ganz weitergehen, aber es wird was anderes geben. Es hat ja alles seine Zeit, einen Anfang und ein Ende. Und vielleicht gibt es mal eine andere Gestalt in Kenntnis, die historische Dinge vermittelt. Es wandelt sich die Zeit so schnell und da wird es auch immer Dinge geben, die wieder bedeutsam sind und alte, die werden irgendwo ein Stückchen vergessen. Das ist der Lauf der Dinge, denke ich. Da muss man ruhig und gelassen sein, wenn man das mal sich sagt. Drum loben.